Herzlich willkommen zu einer neuen The Forest-Folge. Und diesmal im normalen Bereich. Oh, da ist eine Feder, genau. Und diesmal spielen wir Bob, der Baumeister. Ja. Ich tue jetzt nochmal Baumfällen oder sowas. Ein paar Loks holen. Concord mag ein bisschen jagen gehen. Aber zuerst muss ich ein bisschen was essen. Werde ich vielleicht essen. Nachmachen. Vielleicht ein bisschen Fleisch essen, statt dieser ungesunden Snacks. Vielleicht ja, die sind super. Zuckerhaltig. Mann. Lisse draufhauen. Ja, so Fleisch haben wir jetzt wieder genug. Aber irgendwie glaube ich echt, dass die Sachen schlecht werden, ne? So ein bisschen so. Die werden ja schlecht, ja. Aber normalerweise, wenn man Fleisch an der frischen Luft trocknet, dürfte das eigentlich nicht schlecht werden. Weil ich glaube, früher im Mittelalter haben die ja auch einfach das frische Fleisch genommen, aufgehängt und ja, gewartet. Bis es steinhart war. Das hat nicht gut geschmeckt, aber es ist eigentlich nicht schlecht geworden. Soweit ich weiß. Ich habe noch was drauf zum Futtern. Wir haben eh so viel. Und dann trinke ich noch ein Schlückle. So. Ja, oder so. Ach, ist das schön in unserer Behausung. Die See ist so toll hier. Unglaublich, ja. Komm schon. Will essen und dann, ach ja, jetzt so Mampf und jetzt gehen wir jagen, Leute. Mann, ist das ein großer Baum. So, erstmal nehme ich einen Speer für Rehe und so, falls immer mal Rehe waren da hinten relativ viel. Ich gehe mal in diese Richtung. Rehe waren ziemlich viel da hinten, das weiß ich noch von den ersten paar Folgen. Sind sie mir so wirklich familienweise entgegengelaufen eigentlich. Du bist also ein Familien... Oh nein! Ach komm schon, ich habe jetzt echt keinen Bock auf dich, Schlampe. Ja, da sind die Rehe, habe ich doch gewusst. Zack. Boah, das sind wieder drei! Muss ich dir helfen oder kriegst du es alleine hin? Vier... Fünf... Na gut, lang... sechs... Ja gut, jetzt kann ich vielleicht auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin schon... Ein Molotow... Spast. Oh, okay. Die Bombe! Jungs, Alter! Ich werde beinahe reingelaufen. Bin da. Ja, jetzt haut doch nicht unsere Mauer kaputt. Wozu sind eigentlich diese Spitzen da, wenn sie trotzdem auf die Mauer drauf haben? Die sind nun... Ah, wir werden überrannt. Ich muss euch wohl alle töten. Rennen die einfach gegen die Spitzen, oder wie? Und das macht ihnen keinen Schaden. Ja. Ja, springen halt nicht so blöd. Oh nein, nicht gegen die Wand hauen. Entschuldigung. Ja, aber Ding haben wir ja nicht. Wolli, du kommst mir nicht ins Haus. Du, damit, weißt du, mit Feuer spielt man nicht, du blöder Krüppelwichser. Ich hasse dich, du blöder Spast. Hört auf, uns anzugreifen, du Kackvogel. Ich kann doch austicken, du blöder Sackgesicht. Ich bin so wütend. Das ist irgendwie falsch. Wieso stöhnst du eigentlich, wenn du jemanden angeblich tötest? Nein, das ist noch einer. Hör auf, meine Wand anzugreifen! Blöder Spast! Gib's ihm! Ui. Oh, da hinten sind immer noch zwei. 30 sogar. So, hier habe ich einen Krüppel. So. Ja, ja. Kann ich jetzt weiter jagen gehen? Das sieht keiner. Hat keiner gesehen. Dann fahre ich das Floß mal schnell woanders hin. So, da la. Okay, allein Floß fahren ist ziemlich shit. Alter, nein!
Ups. Okay, man soll echt einfach bloß nicht alleine fahren. Ja. Okay. Ja, und was ist? Ich habe vielleicht ein kleines Problem. Eine Wurst, das regelst du gefälligst. Mit dem. Warte, wenn ich es hier anschiebe, kann ich hier. Ja, irgendwie. Ich hab hier irgendwie. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, ich glaube, so funktioniert es vielleicht. Vielleicht, nee, irgendwie nicht so richtig. Also, sorry, wenn ich gerade nicht so viel rede, aber ich finde das einfach gerade so entspannend. Ein bisschen so. So wie im schönen Leben einfach nur jagen geht. Ein bisschen mit dem Speer und. Pfeil und Bogen. Alter, da hatte der jetzt aber ganz schön Glück, du. Wo ist denn der hin? Scheiße. Nein! Geht doch. So, jetzt oder? Ich hab das Floß wieder gerettet. Keinen Grund zur Panik. Hä? Daneben geworfen? Das war doch nicht daneben geworfen. Ich bin gerade voll verarscht. Ich hab doch nicht daneben geworfen. Jetzt habe ich getroffen. Wunderbar. Ein Lock fehlt. Ein Lock. Naja, ja. Na gut. Ach, die Wasserflasche ist ja leer. Die fülle ich dann gleich mal auf hier. Ja, wunderbar. Und voll ist es. Ja, gut. Super. Endlich. Bin glücklich. So. Davon habe ich jetzt ein paar, das ist schon mal gut. Dann. Wie dann? No, no, no. Jagen wir jetzt noch ein paar Lizards. Das wäre super, wenn ich immer ein paar Lizards finden würde, weil ich finde gerade keine Lizards. Bisschen traurig. Ja, ist doch irgendwie wieder schön, so einen Wald vor dem Eingang zu haben, dass man nicht ewig lang laufen muss. Es hat doch schon was Gutes, ne? Ja. Da sind wir eingeboren, dann laufe ich mal ein Stück zurück. Boah, ich hab gar keinen Bock zu kämpfen. Mann, wie weit wir echt da weggeholzt haben. Ja, das war mir echt gar nicht bewusst. Ach, hier ist sogar das Lagerfeuer, wo wir mal angemacht haben. Boah, krass. Ja, das ist echt krass, also es kommt dir gar nicht so vor, ne? Alter, sieht man erstmal, wie viele Bäume wir wieder gefällt haben. Ja. Aha, krass. Aber manche Baumstümpfe sickst ja hier einfach noch, ne? Da weißt du, wie weit wir da gelaufen sind. Hier ist erst die Höhle. Da waren wir ja, ne? Wir waren schon hinter der Höhle. Da unten laufen sie wieder. Es kann's doch echt nicht sein. Also ich habe mal bei einem so ein Video von dir in Kommentaren gelesen. Da hat irgendjemand gesagt, das Spiel würde mir gefallen, wenn die komischen Viecher nicht wären. Ja, genau. Ich habe schon geschrieben, dass man das ausschalten kann. Ja, ich glaube, das war in der zweiten Folge oder so. Ja. Also ziemlich am Anfang. Und da denkt man erstmal, ich meine, so haben wir ja auch am Anfang gedacht, es ist auch meistens so, Alter, wenn die jetzt nicht aufhören zu schreien, dann raste ich aus. Bin ich denn jetzt, ach so, man kann es wahrscheinlich nicht mehr herstellen. Okay. Und es ist auch meistens so, es könnte sehr langweilig werden, wenn du nicht angegriffen wirst, weil sonst hätte das alles, was du eigentlich baust, keinen Sinn, ne? Ja, das ist halt das, ja. Aber schön wäre es einfach, wenn die wirklich nur nachts angreifen oder so. Beziehungsweise, keine Ahnung, ich weiß nicht, da schläft ja theoretisch auch wieder, das ist schon wieder kacke. Aber manchmal denkt man sich doch, ich will jetzt meine Ruhe haben. Also da hat sie auch ein bisschen wieder recht. Ne? Weil jetzt zum Beispiel hätte ich keinen Bock, dass die Viecher kommen und ich höre sie schon wieder, deswegen laufe ich mal. Hörst du auch schon wieder? Laufe ich schnell nach Hause. Zick, zack, dass sie mich nicht erwischen. Weil ich habe gerade. Es ist echt gefährlich, wenn ich im Wald bin mit dem Speer, weil bei mir ist der komische Bug,
wenn ich vom Speer aufs Ding wechsle, oh, da läuft auch einer. Ja, da unten. Dann kann ich teilweise nicht blocken, nichts. Warte, ich guck. Ja, ach, jetzt geht's. Mann, hier soll ich nicht alle Bären. Scheiße. Alle blau. Jawohl. Alles gut. Ach, mir war nie bewusst, dass ich die Bären ja dabei habe zum Essen. Nein, ich bin nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab's total vergessen. Oh, vorhin die ganze Zeit in der Höhle, ey. Ach, ich bin ein Hornochse. Gutes Bein. Alter, wie viele Knochen hier einfach liegen. Holy shit. So, haben wir die alle eingesackt. Nein, jetzt kommt. Wow! Alter! 26 habe ich. Die sind aber nicht doof, ne? Die rennen teilweise wirklich in den Eingang rein, ne? Ja. War ein Fehler. Junge. Oh, echt klasse einfach. So. Einen habe ich erledigt. Alle ich Knochen mit uns. Ich hab grad irgendwas gegessen, aber ich will nicht wissen, was. Vielleicht hast du einen Zeh gegessen. Ja, ich wollte die Leiche aufheben, drück E und dann hast du die plötzlich genommen und meine RAM. Das war jetzt voll Fail, Alter. Ist aber interessant zu wissen, was du gegessen hast. Ja, unsere beiden Stickholder sind voll. Das ist schon mal geil. Unser Rockholder eigentlich auch alle. Unser Lockholder eigentlich auch. Da, noch mehr Holder bauen, die müssen immer voll sein. Dann pass auf, dann habe ich hier noch ein bisschen Rabbit Skin. Hier, zack. Habe ich denn hier? Das Rabbit. Ist dann noch voll. Und dann habe ich hier Reh. So. Alter Rabbit, das geht uns jetzt überhaupt nicht mehr aus hier. Leck mich im Arsch. Voll geil. So. Wie viel Fleisch habe ich denn? 3. Ein paar Leaf sammeln auch wieder, weil die wurden ja dann auch irgendwie durch die Leaf-Rüstung da, also durch das. Hallo? Na gut, ich habe immer noch 650, also. Na gut, das finde ich jetzt nicht gerade viel. Ich hatte mal über 1500, glaube ich. Hallo? Ja, aber komm, also wenig ist es nicht. Ja, klar, es ist nicht wenig, aber. Wenn du für jedes Ding so 24 brauchst oder so, schon. Ich finde jetzt keine Lizards mehr, das gibt's doch nicht mehr. Oh, ich glaube, ich habe die Obergrenze gefunden von Bären. Recht, und die ist? Passen keine mehr rein. Das sind. Wie viele sind denn das? 30 Stück. 30 von jeder Sorte, glaube ich. Ich habe jetzt Blueberries, Snowberries und Twinberries. Ich habe 29. Oh nein, nicht schon wieder ein Eingeborener. Ach, leck mich doch. Genau, bin voll, sehr gut. Ist einfach schön, hier an diesem Strand hier zu stehen, die Wellen anzugucken. Na gut, wenn es richtige Wellen wären, aber. Sonne aufs Gesicht strahlen lassen. So. Wie kein Stein in das Meer werfen. Es hilft auch manchmal einfach nur wegzurennen. Ne? Also wenn da so eine ist, ne, der guckt dich an, drehst dich um, rennst wieder weg, dann ein paar Metern und dann ist er weg. Kommt dir nicht unbedingt hinterher gerannt. Can't carry any more rocks. Okay, okay. Ich hab immer noch 210 Rucks. Ach ja, Harz können wir auch mal wieder abholen hier. Ich hab das. Hast du jetzt noch was drin? Ich hab's vorhin komplett leer gemacht. Bei mir zeigt's voll an, aber ich kann. Ja, gut, das ist halt wieder sowas, wo halt wahrscheinlich beide wieder das profitieren. Davon. Nee, ich kann. Es zeigt mir voll an, aber ich kann hingehen und es ist nix. Kann jetzt ein Bug sein oder. Einfach nur Pech. Jetzt.
So, jetzt komm her, du frischer Hase. Wieso steht es einfach covered in blood? Naja. Jawohl, ein bisschen sammeln. Ich bräuchte ein bisschen Aloe Vera, bräuchte ich. Komm schon, bevor er wegfliegt, komm schon, mach schon. Alles hat er fünfmal die falsche Animation gemacht zum Schlagen. Ja, ich habe irgendwie nur. Das ist bei mir auch eine Feder bekommen. Glück. Closest. Machen wir hier mal ein bisschen kaputt. Closest. Nein, Sinn. Falscher Stein. Auch nochmal zwei Closest. Da auch Closest. Wird schon wieder dunkel? Ja, ich merke es auch. Das irritiert mich jetzt auch ein bisschen. Sonst war das immer sind so eine. Sind wir nicht gerade erst aufgestanden? Ja, das war doch sonst immer direkt ungefähr eine Folge, die wir hatten, bevor es dunkel wird. Ja gut, die Folge ist ja, sagen wir, auch bald zu Ende. Nee, wir haben erst bei 15 Minuten, mein Guter. Und sonst waren es immer 20 Minuten. Ja, es ist halt irgendwie, ach, was weiß ich, unterschiedlich. Ja, gut. Es ist. Es ist Winter. Es ist Winter geworden. Alter. Meine Güte, mich hat's gerade so gerissen. Warum? Wo kommt ihr von her? Ja, ja gut, die Sonne geht erst unter, ja gut, das ist auch so ein bisschen. Alter, die haben mich. Der eine hat sich voll an. Oh Gott, ich bin gleich tot. Nein, nicht dein Ernst. Die haben sich voll angeschlichen. Voll unlogisch, man. Der eine haut gegen unsere Wand, aber dann bringen die Stacheln überhaupt nichts. Ja. Was ist das für eine Scheiße? Oder kimmt der nicht? Komm mal wieder her, komm wieder her. Alter, ich denk mir nix, mach so ein paar Sträucher kaputt. Auf einmal springt der mich an, ey, meine Fresse. Der hat Molotow. Den muss ich töten, der hat Molotow. Mit Feuer spielt man nicht, du blöder Spast. Bleib doch mal stehen, dass ich dich töten kann, Mann. Wenn du so rumläufst, kann ich dich doch nicht. Feuer spielt. Es läuft da raus. Ja, na gut, ja, das halt raus. Mach zu, ich kann mich gerade nicht bewegen, warum auch immer. Was hast du zugemacht? Hey, das ist ein Waschbär! Was? Hast du schon mal einen Waschbär gesehen? Nee, warte mal kurz. Das ist ein Waschbär. Ist ein Waschbär hier drin? Sag mal, wo ist er? Ja, ich weiß gar nicht, wo er ist. Da! Da ist er! Geil, ein Waschbär! Hast du schon mal einen Waschbär gesehen? Nein, cool! Sollen wir den töten? Töten? Wir müssen. Hä? Hey, da ist ein Vogel. Bam. So. Die ganzen Federn hier, das war eine. Wo ist der hin? Ich habe noch nie einen Waschbär. Wir sind jetzt fast bei 70, also ich sag mal zwischen 60 und 70 Folgen und sehen jetzt erstmal einen Waschbär. Ja, was soll ich da für Scheiße? Ja gut, hin? Krokodile haben wir auch erst ganz spät gesehen, dann ja, eigentlich, ne? Gut, aber das war ja. Die würden wir hier auch nie sehen. Da sind wir ja extra weit dafür gelaufen, ob das plötzlich in unsere Behausung reinrennt. So ein scheiß Waschbär. Aber ich finde den noch gar nicht mehr, der ist einfach weg, ne? Alter, da passen extrem viele Knochen rein. Ja, ist doch gut. Ja. Der ist gerade irgendwo reingelaufen. Bitte in die Falle, bitte in die. Ich muss nachgucken. Jawohl! Er lebt noch. Er ist in die Falle reingelaufen, er lebt noch. Toll. Die bringt ja voll die Falle. Und nochmal. Ein Schlag. Und. Schlag. Oh. Der lebt immer noch, Mann. Oh, ich hab den Stein aufgehoben. Oh. Ah, ja. Ja, ich glaube, da passen echt so 100 Knochen oder so rein, das ist einiges. Na gut, also ich würde sagen, wir bauen dann erstmal, wenn wir dann mit dem bisschen Bauen fertig sind, können wir ja mal diese Totems bauen, oder? Um die Aggressivität zu steigern, wenn wir jetzt nicht mehr abbauen müssen und so. Weil irgendein Ende müssen wir finden in der ersten Staffel. Ja, irgendeinen guten stimmt. Abschluss brauchen wir ja. Ja, das stimmt, allerdings. Im schlimmsten Falle halt, wenn wir sterben. Müssen wir halt provozieren, irgendwie.
Also ich finde, man kann relativ easy überleben. Also vor allem, wenn man zu zweit ist. Vielleicht alleine ist es doch ein bisschen schwerer. Aber zu Ja, zweit kann man da es geht echt es echt. schaffen. Also es ist wirklich machbar, ne? Ja. Ja, das Wir sind die waren Bums-Dinger echt in schwierigen jetzt. Situationen und sind aber trotzdem rausgekommen. Das Please set. war schon ganz nice. So, ich speichere jetzt und ich würde jetzt schlafen gehen. Weil morgen ist ein neuer Tag. Ah, wir können sogar schlafen. Sehr schön. Jo. Speichern und schlafen und dann direkt. Folge beenden dann, Ja. oder? Jupp. Okay. Ah, jo. Es funktioniert irgendwie nicht, kann das sein? Ja, ich merke es auch gerade. Komm doch mal. Gott sei Dank. Endlich. Hätten wir es wieder rausfahren müssen, ey. Ich hatte die Krise. So. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und es war doch mal wieder eine schöne Folge. Eine schöne, Ja, entspannende schön Folge. entspannt. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.